Festplatten. Ja, also wenn wir uns die Festplatte anschauen, haben wir ein paar Komponenten. Ja, wir haben dieses Gehäuse, was da sozusagen das Ganze hält. Dann haben wir hier an der Stelle die Scheibe, auf der die Daten gespeichert werden. Ja, man kann sich die Daten, wenn sie dort gespeichert werden, kann man sich so vorstellen, dass das so Nullen und Einsen, die quasi am Stück in diesen Ringen gespeichert werden, die auf dieser Scheibe enthalten sind. Und da gibt es dann den Lesekopf und der Lesekopf fährt über diese Scheibe und kann dann die Daten ablesen. Und dieses graue Element, was hier gezeigt wird, damit wird der Lesekopf bewegt. Das ist ein unglaublich starker Magnet. Also wenn ihr mal einen starken Magnet braucht und eine kaputte Festplatte habt, einfach auseinandernehmen. Aber schauen wir uns mal an, wie das genau funktioniert. Also, wenn wir hier gucken, es gibt hier also diese Darstellung, das sind drei Scheiben untereinander. Und jede dieser Scheiben enthält quasi in Ringen wie bei einem Baumstamm. Also man sieht hier drei Scheiben und jede dieser Scheiben enthält dann im Endeffekt in Ringen angeordnet die Daten. Und die Daten werden abgespeichert als Nullen und Einsen. Die Festplatte speichert quasi eine bestimmte Ladung für 0 und eine positive Ladung quasi oder eine bestimmte Stärke von Ladung für 1. Also keine Ladung 0, viel Ladung 1. Und wenn es dazwischen ist, könnte es unter Umständen ein Zweifelsfall werden, weil diese Zellen ihre Ladung irgendwann auch verlieren können. Genau, und diese Scheibe, die diese Daten enthält, die wird im Endeffekt unterteilt. Ja? Also diese Daten sind halt ringförmig auf der Scheibe abgespeichert und um diese Daten besser zu verwalten, wird jede dieser Scheiben in kleine Sektoren unterteilt. Ja? Das ist ein Sektor, da ist ein Sektor. Wenn wir uns das angucken, es gibt auch verschiedene Bezeichnungen. Ja? Ganz viele Sektoren, die in einem Ring angeordnet sind, also ungefähr hier oder eher da. Das wird nie was. Also wenn man sich hier diesen Ring anschaut, ja, das sind mehrere Sektoren, die in einem Ring angeordnet sind und die werden als Spur bezeichnet. Dann gibt es hier in gelb markiert noch die einzelnen Sektoren. Na, das ist hier quasi so ein Element. Und dann haben wir in blau aus einzelnen Sektoren zusammengesetzt so ein Cluster. Ja. Und diese Cluster, jetzt muss ich den suchen, diese Cluster, die enthalten dann halt einfach mehrere Sektoren radial nach außen gehen quasi. Genau, und damit werden diese Informationen sortiert. Also wenn ihr schon mal euch angeschaut habt Daten über eine Festplatte, dann wird da von Sektoren gesprochen vor allen Dingen und teilweise auch von Clustern und Spuren. Und mit Sektoren sind tatsächlich diese Bausteine gemeint. Und das Dateisystem schnappt sich dann die Informationen über die Festplatte und guckt, in wie viele Sektoren die Festplatte aufgeteilt ist. Das könnte man von Hand ändern, wenn man wollte. Normalerweise sind die Einstellungen aber super, kann man so lassen. Genau. Das war eine Hard Drive Disk. Ja, also eine Festplatte mit beweglichen Teilen. Es gibt aber auch die Solid State Disk. Die Solid State Disk ist eine Festplatte, die völlig ohne bewegliche Teile auskommt. Und die wird nur durch Computerchips verwaltet und die Daten werden auch in entsprechenden Bänken auf Chips gespeichert. Schauen wir uns das mal an. Ja, das ist die Ansicht von oben von so einer SSD. Und hier haben wir einen kleinen Chip, der die SSD verwaltet. Ja, das ist das kleine Robotermännchen, das ich da reingepackt habe, da oben. Und dann werden über die Chips, ja, das kleine Robotermännchen heißt Controller, und wir haben dann über die Chips verteilt einzelne Pages. Ja. Und wie das im Endeffekt funktioniert, ist so, dass der Controller sich quasi merkt, wo die Daten abgelegt werden. Und wo die Daten abgelegt werden, das sind sogenannte Blöcke. Und diese Blöcke, die werden in Pages organisiert. Ja, also man 128 Blöcke zum Beispiel zusammenpackt, dann hat man so eine formschöne Page. Da. So. Und wenn man sich jetzt mal so einen Block genauer anschaut, wenn man sich so eine Page genauer anschaut, ja, also wenn man sich jetzt so eine Page genauer anschaut, sieht man, dass sie so ungefähr 4 Kilobyte enthält. Das heißt, so ein Block, der 128 Pages enthält, hat so ungefähr 400, 500 Kilobyte in dem Dreh.
Und was jetzt wichtig ist zu wissen, ist, dass bei SSDs der Schreibvorgang ein bisschen anders funktioniert als bei normalen, also bei HDDs. Ja, also ich habe hier quasi meine Page und ich will da Inhalte draufpacken und dann werden die Inhalte draufgepackt und diese Page kommt in den Block rein. Ja, also innerhalb dieses Blockes gibt es also eine freie Page und die wird beschrieben. Und was jetzt das Besondere ist, ist, dass wenn ich diese Page jetzt beschrieben habe und ich möchte die jetzt nochmal überschreiben, also ich habe hier, wie wir eben gesehen haben, ich habe hier so einen Block gehabt und dann habe ich da eine Page, die noch leer war, innerhalb des Blocks beschrieben und jetzt sind alle Pages in dem Block voll und ich möchte jetzt Daten, die ich in dem Block, in einer der Pages nicht mehr brauche, die will ich jetzt überschreiben. Und das funktioniert leider nicht so. Ne? Man kann nicht einfach so eine einzelne Page rauspicken, ja, und die dann einfach überschreiben. Sondern was man machen muss, ist, man muss den ganzen Block löschen. Und deswegen ist die Vorgehensweise so, dass man sich jetzt diese Page schnappt, ja, die geschrieben werden soll. Und man nimmt auch alle anderen Pages aus dem Block und packt die quasi in einen anderen Block, löscht den Block, holt die Pages, die bleiben sollen, zurück und dann wird die neue Page auch mit reingeschrieben bei diesem Prozess. Was nicht geht, ist eine einzelne Page zu schnappen und die rauszunehmen. Und das kann unter Umständen zu Schwierigkeiten führen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Notebook eine SSD-Platte drin habe, dann wird es mit der Zeit so sein, dass manche Blöcke von dem Dateisystem beziehungsweise schon durch den Chip, durch den Controller auf der SSD gesperrt werden. Das passiert üblicherweise, wenn einige der Pages nicht mehr beschreibbar sind oder andere Probleme mit dem Block entstanden sind, dann wird dieser Block gesperrt und der Block kann dann nicht mehr überschrieben werden oder gelesen werden. Der Controller sagt einfach, diesen Block, den habe ich jetzt rausgenommen, den gibt es nicht mehr für dich. Und das ist der Grund, warum über die Betriebsdauer von so einer SSD einzelne Blöcke verloren gehen und der Speicherplatz von der SSD mit der Zeit immer kleiner wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Urlaubsfotos von 2012 auf so einer SSD drauf habe und dann 2016 nachgucke, kann es sein, dass der Block mit den Bildern quasi oder mit einigen der Bilder korrumpiert ist und gesperrt wurde. Und die Bilder liegen dann halt in diesem Block drin. Der ist aber nicht mehr zugänglich, weil der Controller sagt, okay, diesen Block gibt es jetzt offiziell nicht mehr. Wenn jetzt aber jemand daherkommt, zum Beispiel, ich verkaufe mein Notebook mit dieser Festplatte und jemand kommt daher und sagt, oh, ich würde gerne mal gucken, was in den verbotenen Blöcken so drin ist, dann ist es durchaus möglich, diese Daten wiederherzustellen. Und das kann schnell zu Problemen führen. Also selbst wenn ich sorgfältig bin und mich hinsetze und sage, hey, ich nehme jetzt meine Festplatte und ich schreibe die komplett auf Null. Alles auf meiner Festplatte lösche ich. Dann sagt der Controller, hey, diese Blöcke mit den Urlaubsfotos von 2012, die gibt es offiziell gar nicht. Also werden die auch nicht gelöscht, weil der Befehl, irgendwelche oder alle Daten zu löschen, kann sich ja nur auf Blöcke beziehen, die noch verfügbar sind. Und ansonsten auf Blöcke, die nicht mehr verfügbar sind, können sich auch keine Befehle beziehen. Und dann bleiben diese Blöcke verschont bei dem Löschvorgang und jemand anders könnte diese Daten dann wiederherstellen. Und deswegen ist es notwendig, dass man sich Gedanken macht, wie man mit seinen Daten und seiner Festplatte umgeht, bevor man sie zum Beispiel weitergibt. Es gibt inzwischen Mechaniken und Systeme, die dabei helfen, auch diese Elemente zu löschen. Die beste Mechanik, um eine SSD sicher zu löschen, ist Mechanik, nämlich sie kaputt zu machen, sie zu verbrennen. Oder Magnetismus, dass man einen sehr starken Magneten anschließt. Und mit diesem Magneten werden dann alle Ladungen quasi innerhalb dieser Chips und damit alle Blöcke in dieser Festplatte neutralisiert. Zum Beispiel die Berliner Staatsanwaltschaft, die hat unten im Keller einen riesigen Magneten dem Vernehmen nach und wenn Festplatten gelöscht werden sollen, dann kommen die einfach ein paar Mal durch diesen Magneten durch und dann ist da alles auf Null gesetzt. Bei normalen Festplatten, also bei HDDs, ist es so, dass man nicht nur einmal alle Informationen auf der Festplatte komplett löscht, auf Null setzt und überschreibt quasi, sondern es ist so, dass man das mehrmals tut. Weil manchmal ist es nämlich möglich, dass wenn ich zum Beispiel auf einer Festplatte Daten habe, ja, und Daten auf Festplatten sind Nullen und Einsen, und ich sage, hey, ich möchte nicht, dass jemand nochmal meine Nullen und Einsen ablesen kann später, ich will, dass alles auf Null gesetzt wird, dann kann es sein, dass bei dem Schreibvorgang die Ladung
zu einem Teil noch bleibt. Und wenn sich jetzt jemand in einem Labor hinsetzt und das mit einem Gerät quasi Bit für Bit durchgeht, kann er eventuell diese Rückstände von der Ladung noch finden. Und deswegen ist es üblich, halt mehrmals auf 0 und mehrmals auf 1 und mehrmals auf 0 zu setzen. Dafür gibt es dann auch jeweils Standards für die unterschiedlichen Bedarfe und für die unterschiedlichen Datenschutzbedürfnisse. Cool. Genau, wenn so ein Block dann geschrieben ist, platsch, dann kommt da die frische Page rein.